und herzlich willkommen zur neuen Trailer-Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute hier diesen Wilton-Trailer, also der Kühltrailer NS3C. Den schauen wir uns heute mal an. So, schauen wir noch gleich mal hier, wie das alles so aussieht hier. Animation Brace, also das ist die Stütze, die sich automatisch hier hochfährt, funktioniert. Trailerkabel funktionieren auch. Wir haben diesen Skin mit dabei. Sieht schon mal sehr gut aus. Das ist hier das komplette Heck. Das schauen wir uns aber dann im Nachttest, schauen wir uns die Lampen nochmal genauer an. Wie schaut es mit der Liftachse aus? Aber auch eine mit dabei. Sieht auch schon mal gut aus. Und so an sich, der komplette Aufbau. Auto Rückleuchten, sehr schöne Textur. Sieht echt gut aus. Also damit kann man auf alle Fälle was anfangen hier. So, kommen wir kurz zum Lichttest vom Trailer. Wir haben hier oben so Leuchtdioden. Dann an der Seite so Lampen hier noch. Und hinten ist jetzt praktisch das Heck. Ich finde, die Bremse ist ein bisschen schwach auf der Brust. Kennt man nicht so gut, aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr guter Trailer. Die Positionsleuchten an der Seite sind auch gut. So, kommen wir kurz zum Fazit. Also wir haben jetzt hier ein High-Poly-Modell, ist es natürlich. Standalone auf alle Fälle, Advanced-Kupplung funktioniert, die Stützen sind animiert, Kabel animiert, wir haben Reifen mit dabei, Liftachse, wir haben Reifen sind sogar extra mit dabei als Datei, so wie den Skin ist auch eine Datei mit dabei, kann man also auch gegebenenfalls ändern. Und der Mod an sich hat 109 MB. Aber kommt echt gut rüber. Sieht auch wirklich gut aus. Und macht echt Spaß, damit eine Runde zu fahren. Sieht auch wirklich sehr, sehr schick aus. Ups, bisschen von der Bahn abgekommen. Ups. Ja. Echt guter Mod. Standalone auf alle Fälle. Muss man auch mal noch dazu erwähnen. Hat er nur noch? Was war das? Egal. Und ja, läuft wie erste Sahne. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da für den Trailer. Und falls Fragen sind, kommentieren. Da kann man dann gegebenenfalls noch Fragen beantworten, wenn was offen sein sollte. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Trailer. In diesem Sinne, allzu gute Fahrt. Bis bald. Macht's gut und ciao. Schnauze.